Seid ihr herzlich willkommen. Bei dieser Legung schauen wir an, mit welchen Absichten kommt er. Will er nur das Körperliche oder liebt er dich? Die erste Karte zeigt sein Gegenwart oder sein Verhalten, so wie du gerade ihn wahrnimmst. Dieser Buch kann natürlich auch seine Intelligenz sein, sein Wissen oder eine Fortbildung, aber symbolisiert auch Verschlossenheit oder bestimmte Geheimnisse. Er spricht nicht offen über sein Vorhaben, über seine Pläne oder über seine Situation und er ist nicht offen gerade über Gefühle zum Sprechen. Und jetzt schauen wir an die nächsten Karten. Diese drei Karten hier oben zeigen seinen Gedanken. Wie denkt er über dich? Was plant er mit dir? Dieser Hund kann natürlich auch Hund auch sein, aber Symbolbild für die Treue. Er ist treu, er hat dieses Vertrauen, dass du auch treu bist. Was der Hund noch symbolisiert, die Freundschaften oder er nähert sich freundschaftlich zu dir. Vielleicht sagt so etwas, er möchte momentan keine Beziehung, wir werden Freunde bleiben oder Freundschaft plus. Aber hier hat er ein Geheimnis, genauso wie hier dieses Buch das auch zeigt. Und das heißt, er spricht gar nicht offen über seine Gefühle. Er verdrängt die Liebe und versucht nach außen so freundschaftlich alles vermitteln. Dieser Bär zeigt aber die Kraft. Du gibst ihm Kraft, er gibt dir Kraft oder du kannst deiner inneren Kraft vertrauen. Das wird was, auch wenn er so verschlossen ist. Trotzdem hat diese Liebe diese Kraft, was auch die Überzeugungskraft auch bedeuten kann. Davon überzeugt sein, dass hier etwas verbessert. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir das große Glück. Er ist glücklich mit dir. Er hat einen großen Fang gemacht mit dir. Aber er spricht nicht offen über seine Gefühle, weil das zeigen hier die Bücher. Er ist noch verschlossen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte hier oben beschreibt das, was er dir vermittelt. Die Zahl 7 zeigt die Mondkraft, die Mondenergie. Und das sind die Gefühle, die Träume, die Sehnsüchte, die Hoffnung. Aber hier ist diese Maske. Er spricht es nicht offen aus, was er fühlt. Aber kommt diese körperliche Annäherung, er hört zu, was du sagst und er hat die Erwartungen, dass du über diese Liebe sprichst. Und jetzt schauen wir an die nächste Karten. Diese drei Karten zeigen das an, was er tun wird. Hohe Ehre zu bekommen. Das heißt, er hat Ziele, vielleicht berufliche Ziele. Er möchte das bekommen, das erreichen. Außerdem, er braucht die Anerkennung, nicht nur beruflich, sondern auch in die Liebepartnerschaft. Das sind schon seine Erwartungen. Bald kommt eine Annäherung, ein Treffen. Und nach diesem Treffen, besonders wenn du ihn lobst und bewunderst, weil er möchte das auch erleben, da ändert sich etwas in die Beziehung oder ändert sich etwas an euren Umgebung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Was kannst du tun, damit alles verbessert zwischen euch beiden, zeigt dieses Theater.
Und in diesem Theater spielst du die Hauptrolle und wählst die Kostüme aus, je nach Situation. Wenn er dich verletzt hat, dann ziehe dich zurück. Wenn du das Gefühl hast, ja, du kannst ihn loben, dann brauchst du ein anderes Kostüm. Oder wenn du das Gefühl hast, egal was du machst, er bleibt verschlossen, dann nähere zu ihm nur freundschaftlich. Dann brauchst du wieder ein anderes Kostüm. Hier, bei diesem Kostümball spielt er die Hauptrolle, obwohl er ist eher passiv und wartet, dass du sprichst über Gefühle. Aber diese Karte ist deins. Das ist dein Kostümball. Und jetzt schauen wir an die nächsten Karten und die zeigen die Zukunft. Erstmal sehen wir hier die Kraft, genauso wie bei diesem Karte auch. Du gibst ihm Kraft, er gibt dir Kraft und sei davon überzeugt, dass von dieser Verbindung, von dieser Beziehung wirklich eine schöne, feste Beziehung wird. Das ist dann deine innere Kraft. Deine Überzeugungskraft. Er wird auch handeln und schaut eine neue Richtung. Und neben ihm erscheinst du symbolisch gemeint und dieser dritte Stab hinter ihm ist seine Vergangenheit oder eine dritte Person, das kann die Ex sein oder jemand, die versucht, einmischen in euren Angelegenheiten, das wird er hinter sich lassen, er verabschiedet sich davon. Und die Zukunft, hier ist die Ergebnis, die Zahl 2 bedeutet die Zweisamkeit, du und er, eine gemeinsame Zukunft. Und das mit Feuerelement, was hier sichtbar ist und hier auch. Und das zeigt die Kraft, was hier auch erscheint, die Mut, die Begeisterung und auch die Leidenschaft. Also diese körperliche Nähe spielt schon eine Rolle, aber er liebt dich, er ist glücklich mit dir, er möchte mit dir zusammen sein, da verändert sich etwas, aber du sollst diplomatisch sein, immer die passenden Kostüme tragen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.